Die letzte Verteidigungslinie des Barons mag für den Mob bereit sein. Aber nicht für mich. Ich muss da rein, bevor es hässlich wird. Kapitel 6. Ein Mann für sich. Find einen Weg ins Anwesen des Barons. Okay. Da geht's hoch. Das ist das Anwesen. Und wir können hier so von Brücke zu Brücke hüpfen. Na gut, das machen wir mal. Gehen wir da wieder runter und da wieder hoch. Das Wasser sieht ein bisschen seltsam aus. Wasser, ich glaube, das ist echt so das Schwierigste, was man in Computerspielen animieren muss, habe ich manchmal das Gefühl. Was oft seltsam aussieht. Sehr ölig immer. Bitte sag nicht, dass da... sieben. Moment. Shit, zu spät. Was war das? Fuck. Du gehörst nicht. Ich mach dich fertig. Fängt ja mal wieder gut an. Okay, nee, das machen wir nochmal. Ich hab in dem Moment, als ich mich fallen gelassen habe, habe ich den Köter gesehen. Ja, du wirfst Sachen auf mich, das ist nicht nett. Okay. So, ich brauche jetzt erstmal Wasser. Und dann... Ich denke, ich kann den Hund ruhig stellen damit erstmal. Ich bin mir nicht mehr sicher. Dann kann ich nämlich da hoch, ohne dass der Alarm schlägt. Und das sieht dann so aus, als hätte ich es geübt. Das wird das Ende sein. Und was haben wir hier? Oh, ein Sammelstück. Großer Rußfleck. Wieso heißt das großer Rußfleck, wenn das ein hübscher, bunter Schmetterling ist? Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Ach, die wachen wieder mit ihrer Schwermut. Was mache ich denn mit euch? Was mache ich mit dir? Was ist das da hinten? Ach, das ist eine Löwenstatue. Und irgendwie so ein Rohr. Der Löwe sah komisch aus. Okay. Wasserpfeil... Kann man nie merken, auf welchen Nummern ich das habe. Aber wenigstens setze ich mal wieder die Pfeile ein bisschen mehr ein. Macht das Ganze doch viel einfacher. Vorwärts! Vom Balkon haben wir einen besseren Überblick. Ja, ich sichere die andere Seite. Okay, die rennen zum Balkon. Praktischerweise steht hier ein Schrank. Steht einfach mal so da in... Ich meine, es ist zwar nett, dass man... Ich kann aber auch mit F5 speichern, von daher ist der Schrank an der Stelle ein bisschen albern. Weil da stellt doch niemand einen Schrank hin. Okay, nett. Dein Beute. So, die Lampen kann ich leider nicht ausmachen. Da oben ist wieder ein Hund. Sieht zumindest... Ah, endlich mal wieder hier was zum Werfen. Danke. Boah, hier gibt's echt viele Sachen. Und leider auch viele Wachen. Da möchte ich halt jetzt nichts übersehen, aber... Oh, da steht ihr zwei. Haha. Ist vielleicht nicht so gut jetzt. Also da stehen zwei, da steht einer. Das sind drei, vier, fünf, sechs Wachen. Ist nicht gut.
6 Wachen, so viel Beute und... Ich komme nicht ran. Wenn ich... Mal da runter, da rüber... Kann ich mich von hinten anschleichen? An dich? Das wäre schön. Ne? Ich den Fluss bis hierher riechen. Macht auch schon Diebstahl viel zu selten. Komm, beweg dich. Okay. So, da hinten ist noch ein Becher. Aber ich meine, ich muss ja echt auch nicht alles. Das ist ja nicht mein Ziel, alle Beute zu bekommen. Das ist ja mittlerweile auch. Ich krieg's ja auch nie. Keiner Mission. Aber das ist schon okay so. Für mich. Mir kommt's hauptsächlich einfach auf die Story auch an. Es sieht mir nach Lichtschalter aus, das wäre sehr gut. Ja. Schön. Das läuft doch mal wieder ein bisschen besser. Das auch ausmachen. Dann haben wir hier ein Rad. Das sieht mir sehr nach diesem Wasser aus. Was bringt mir das? Oh, kann ich dann vielleicht, wenn ich das Wasser abstelle, bei diesem... Vielleicht durch die Rohre kriechen oder so? Ob ich damit das Wasser in den Gärten abstellen kann? Sag ich doch. Falsche Richtung? Ja, welche willst du denn drehen? Irgendwie will er gerade in keine. Achso, ich muss auch die Maus anders... Ups. Ja, genau, das, Der Brunnen ist aus. Gut. Das Plätschern hat mich ohnehin wahnsinnig gemacht. Vergiss den Brunnen! Behalte die Mauern im Auge! Ich bin froh, dass der Brunnen aus ist. Oh, Beute! Hey, schleicht da jemand rum? Nein. Hä? Schleicht da jemand rum? Nein. Schleicht keiner rum. Seht ihr? Hört auf mich. Ich habe nicht überlegt, da wo ich das Wasser... bemerkt habe, dass es komisch aussieht, ob man dahinter irgendwie durch ein Dings kommt. Vielleicht durch einen Tunnel reinkommt oder so. Allerdings haben wir jetzt hier auch die Tür. Ist da jemand? Komm raus. Ich mach mal kurz auf. Ich weiß nicht genau, wo der Typ ist, der da die ganze Zeit... Wenn da nichts ist, was machst du da noch hier? Augen auf, Ohren auf. Ich weiß nicht, wo der ist. Oh, oh. Da ist er. Oh nein, nein, nein. Hund, Hund. Nein, nein. Tür zu. Ich werde das mal überprüfen gehen. Da müssen wir wieder zurück, aber das interessiert mich jetzt. Ich glaube, da die Treppe hoch war auch keine gute Idee. Und daher, lass mich mal überlegen. Müsste ich wieder da hoch? Komm. Jemanden sich ist da nicht entwischt. Alle alarmiert. Wo bin ich dann? Ich bin daher gekommen, ne? Seht ihr mich jetzt? Das ist die Frage. So, und zwar da ist nämlich das Wasser jetzt auch aus. Ich gehe nochmal in den Schrank. Wenn er schon da steht, nutzen wir ihn. Dann muss ich nur den Typen da noch. Wenn ich nicht aufpasse,
Schachtel. Ja, das sieht so aus, als könnte man da durchgehen. Ich würde dich gerne nur K.O. schlagen, dazu müsstest du aber irgendwie mal... Nein. Halt! Nicht das. Sorry. Au. Ach, der Hund, den habe ich vergessen. Das ist schlecht. Es ist aus! Nein. Noch nicht. Okay. Das war jetzt ein bisschen unschön, aber ich hatte irgendwie gerade echt keinen Bock, nochmal neu zu laden. Obwohl ich extra in den Schrank reingegangen bin, aber irgendwie, ich hatte keine Lust. Das sind ja auch nicht Orions Leute, das sind ja jetzt die Wachen gewesen. Ich habe zwar auch Orions Leute gekillt, nicht, dass ich da einen großen Unterschied machen würde. Aber mit den Wachen habe ich noch weniger Mitleid. Und tatsächlich kann man hier rein. Sehr schön. Stürzt sich da zu Tode? Abwasser. Mhm. Tja, hier drin riecht jeder gleich. Einfach an die Beute denken und nicht atmen. Ja, nicht atmen, das ist eine gute Idee. Super Idee. Wieso ist das verschlossen? Ich meine, natürlich sinnvoll, dass es verschlossen ist, weil ich jetzt da reingekommen bin, aber... Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier unten viel gibt an Leuten, die mich sehen können. Ich hoffe mal, wir kommen hier gut durch. Wo geht's weiter? Was war das denn eben gerade? Irgendein E-Käfer? So. Das war der leichte Teil. Das ist ein großes Haus und der Baron empfängt heute keinen Besuch. Nicht freiwillig. Okay, stelle den Baron in seinem privaten Studierzimmer. Und wir sind im Keller. Das heißt, wir müssen uns jetzt wahrscheinlich nach oben arbeiten. War das Beute oder ein Wassertropfen? Das ist Beute. Och, was haben wir denn hier? Halten? Na, heb an. Ja, ja, danke. Da haben wir noch eine Tür, dann ist die Frage, vielleicht ist das hier die bessere. Wir werden es beim nächsten Mal herausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.